Das ist Herr Müller. Er möchte ein Haus bauen. Dafür benötigt er 250.000 Euro. Die Summe möchte er sich bei einer Bank leihen. Die Bank prüft, ob sein Einkommen dafür ausreicht. Herr Müller hat Glück. Ihm wird der Kredit gewährt. Zu einem Zinssatz von 4% pro Jahr. Herr Müller wohnt jetzt in seinem neuen Haus und muss 1.500 Euro jeden Monat bei der Bank abbezahlen. Mit Zinsen muss er der Bank ca. 504.000 Euro zurückzahlen. Und nach 30 Jahren ist es endlich sein eigenes Haus.